Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Heiter Weiter Challenge im Herbst. Die Gewinner, wie viele Teilnehmer dabei waren, wie viele Kilometer insgesamt zusammengekommen sind und die wichtige Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir jetzt aber mit den Fakten und so weiter anfangen, möchte ich erst einfach mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Danke an jeden einzelnen Teilnehmer, ganz egal wie viele Kilometer. Es ging ja auch explizit nicht darum, wer die meisten Kilometer macht. Deswegen werde ich auch am Ende des Tages von den Gewinnern nicht die Kilometer nennen. Außer bei einer Sache, und zwar bei den Höhenmetern selbstverständlich. Da habe ich ja einen kleinen Extrapreis vorbereitet. Ja, wie gesagt, die drei Gewinner, kriegen jetzt in dem Fall natürlich etwas, aber im Prinzip ist jeder, der an dieser Heiter Weiter Challenge teilgenommen hat, ein Gewinner, nämlich genau du. Und wenn du Interesse daran hast auf weitere Heiter Weiter Challenges, dann solltest du auf jeden Fall jetzt mal den Kanal abonnieren und die Glocke und alternativ oder zusätzlich meinen Instagram-Kanal, falls du es noch nicht getan haben solltest. Da gibt es die ein oder andere Information einfach ein bisschen früher, weil so ein Video zu produzieren ist halt eben immer so ein kleines bisschen aufwendiger. Also wie gesagt, Instagram und bei YouTube den Kanal abonnieren und die Glocke auf jeden Fall nicht vergessen. Und so sage ich jetzt erstmal Prost mit einem frisch gebrühten Kaffee auf euch. Hier hängt irgendein Flattermann rum, ist aber egal, das ist halt die Natur. Dahin könnt ihr schön sehen, wie die Sonne so langsam beschienen wird, beziehungsweise die Berge, die dahinter sind, von der Sonne beschienen wird. Ich quassel nicht, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee auf euch. Ach, hervorragend. Ein frisch gebrühter Kaffee in der Natur ist einfach durch fast nichts mehr zu ersetzen. Und ich habe mir einige Notizen gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich kann mir das leider nicht alles merken. Und zwar möchte ich kurz und knapp mit den Fakten anfangen, wie viele Kilometer es insgesamt waren. Nein, wir fangen an mit den angemeldeten Teilnehmern. Es waren 65 insgesamt. Und nach abgelaufenem Einsendeschluss haben hier 44 Teilnehmer ihre Kilometer gemeldet. Das heißt, unter diesen 44 Teilnehmern habe ich dann entsprechend die Gewinne auch ausgelost. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und zwar sind wir gelaufen insgesamt 7.854,04 Kilometer. Meine Kilometer lasse ich mal außen vor, weil es ist ja für euch und nicht für meine Heiter Weiter Challenge, sondern ihr habt euch die Challenge gesetzt, mindestens 5 Kilometer zu laufen und das dann entsprechend hochzurechnen. Und dafür erstmal einen Daumen nach oben, dass ihr ja diesen Aufwand überhaupt betrieben habt. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Und gemeldet wurden mir 17.761 Höhenmetern bei den Leuten, die selbstverständlich die Höhenmeter angegeben haben. Ich bin mir sicher, hätte jetzt jeder Teilnehmer die Höhenmeter noch mit angegeben, wäre das natürlich noch deutlich mehr geworden. Ist ja auch vollkommen klar. Primär haben natürlich die Leute teilgenommen bei der Höhenmeter Meldung, die auch entsprechend den Gewinn gewinnen wollen. Und ich will nicht lang schnacken, liebe Leute, ich will es kurz und knapp machen. Und zwar die erste Gewinnerin, ja, ihr habt richtig gehört, die erste Gewinnerin ist die Jenny. Blende ich jetzt mal ein, das habe ich per Zufallsgenerator schon gemacht und einen Screenshot gemacht, weil ich bei den bei der Menge an Personen und Datenschutz und so weiter das nicht so ohne weiteres machen kann. Und du gewinnst eine Tasse und ein T-Shirt. Melde dich bitte kurz bei mir per Instagram oder per E-Mail. Dann können wir die weiteren Formalitäten auf jeden Fall klären. Und der zweite Platz, die Tasse, hat gewonnen der Joe After Run Cookie. Schöne Grüße, mein Lieber. Du hast ja auch den ein oder anderen Kilometer gemacht. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und kurz und knapp, der dritte Platz, der das T-Shirt gewonnen hat, ist der Peter. Blende ich jetzt auch mal ein, den entsprechenden Namen oder das Ergebnis vielmehr. Und kann an dieser Stelle schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch an euch drei. Auch wenn, wie gesagt, jeder ein Sieger ist, jeder ein Teilnehmer dieser Heiter Weiter Challenge ist, so bekommt auch jeder Teilnehmer, das habe ich ja auch in dem Informationsvideo gesagt, eine entsprechende Urkunde. Die sind auch schon vorbereitet. Ich bitte da um ein kleines bisschen Geduld, da ich natürlich jeden einzelnen Teilnehmer, der mir die Endkilometer gemeldet hat, entsprechend auch eine E-Mail schreiben werde mit einem Download-Link und der natürlich nur seine Urkunde runterladen soll, die mit entsprechend seinem Namen versehen sind. Also das ist alles nicht automatisiert, das läuft alles händisch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein organisatorischer Aufwand im Hintergrund ist.
Hätte ich tatsächlich selber so nicht mit gerechnet, aber es macht mir auch Spaß. Und ja, die Gewinner werden entsprechend dann nicht nur den Gewinn entweder zugeschickt bekommen oder, wenn es sogar möglich ist, persönlich übergeben bekommen, sondern ich werde auch deren Urkunde entsprechend ausdrucken auf einem schönen Papier, dass es doch noch ein krönender Abschluss ist. Ja, freut mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat diese Heite-Weite-Challenge auch gefallen. Kommen wir nun zum Höhenmeter-Gewinner oder die Gewinnerin vielleicht sogar. Wer weiß, wer weiß. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht die Höhenmeter insgesamt aufgeschrieben. Das habe ich tatsächlich vergessen. Blende ich aber jetzt mit dem Namen entsprechend gleich ein. Und zwar die Evelyn. Die hat die meisten Höhenmeter gemacht. Zumindest mir gemeldet zumindest. Es waren über 4000 in dem Fall. Also Glückwunsch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal. Und du bekommst entsprechend natürlich auch einen Gewinn. Nicht nur die ausgedruckte Urkunde mit deinem Namen, sondern ich habe mir überlegt, ich werde eine Sonderedition machen mit einem meiner T-Shirts, mit dem Logo. Und zwar so, wie ich das bei dem Basti Blomquist schon gemacht habe. Da drucke ich unten drunter schön deinen Namen. Dann hast du wirklich ein Unikat. Das gibt es nur einmal auf dieser Welt. Also schreib mir doch gerne eine E-Mail oder per Instagram. Dann können wir auch da entsprechend die weiteren Formalitäten klären. Und ich werde auch im Nachgang nach diesem Video auch einen Instagram-Post machen und möglichst viele Leute markieren, von denen ich den Instagram-Namen kenne. Aber ich bin mir sicher, die meisten Leute, die meinen Instagram-Kanal abonniert haben, die werden entsprechend darüber auch ja, die Info bekommen, wenn sie Teilnehmer sind und gewonnen haben. Und ja, jetzt die ganz große Frage: Wie geht es weiter? Gibt es eine weitere Heiter-Weiter-Challenge, vielleicht sogar im Winter? Dazu aber gleich mehr. Also, liebe Leute, und nun zur finalen Frage: Wird es eine weitere Heiter-Challenge? Nun zur abschließenden Frage: Wird es eine weitere Heiter-Weiter-Challenge geben? Die Antwort ist ganz klipp und klar: Ja. Die nächste Heiter-Weiter-Challenge startet am 1. Dezember, läuft bis 31. Dezember 2022, 23 und 59. Wieder genau ein Monat. Die Anmeldungen laufen entsprechend auch wieder über Eventbrite. Der Link unten in der Videobeschreibung führt direkt zur Veranstaltung. Und anbei der kleine Hinweis: Ich habe es bei der zweiten Veranstaltung ein bisschen anders gemacht. Die Heiter-Weiter-Challenge Winter 2022 bleibt ebenfalls kostenfrei. Aber jeder hat die Möglichkeit, sofern er denn möchte natürlich, einen kleinen freiwilligen Betrag zu spenden oder eine freiwillige Zahlung zu leisten. Ist aber kein Muss, ja. Also wie gesagt, entweder 0 Euro oder ein Betrag eurer Wahl. Würde mich selbstverständlich natürlich darüber freuen, weil ich jetzt auch von der ersten Heiter-Weiter-Challenge festgestellt habe, dass da doch eine ganze Menge Arbeit im Hintergrund zu machen ist. Die Urkunden, die entsprechenden Vorbereitungen, die Veranstaltung zu planen, das Logo und so weiter. Ich möchte euch gar nicht mit diesem ganzen unnötigen Zeug für euch belästigen. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wieder möglichst viele Leute bei der Heiter-Weiter-Challenge im Winter 2022 begrüßen zu dürfen. Ich weiß, das ist das Jahr der Ruhe, der Besinnlichkeit, aber nichtsdestotrotz sollte man trotzdem aktiv bleiben, sich bewegen, und deswegen wird es an den Formalitäten auch keine Änderungen geben. Es wird genau so ab 1. Dezember wieder gestartet. Also wie gesagt, nochmal der Hinweis: Der Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Weitere Informationen, kurzfristige Änderungen oder ähnliches gibt es entsprechend auch bei Instagram oder als Community Post bei YouTube hier. Also wer es noch nicht getan haben sollte, gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Und falls es noch nicht getan haben sollte, bei YouTube den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für eine wirklich tolle Heiter-Weiter-Challenge im Herbst. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.